Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil HD Remaster und Remake. Genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal unten im Keller, also im Untergeschoss des Innenhofs unterwegs und haben da was weiter gemacht, aber ich wollte ja nochmal gucken wegen Rebecca. Ne? Und ich habe jetzt mal geguckt und die Leute bei Google sagen sie tatsächlich, dass Rebecca hier oben drinne sein soll. Wie gesagt, ich hoffe, wir können sie retten, weil es geht, glaube ich, um Zeit. Da ist sie! Oh ne, da ist ein Hunter. Seht ihr das, Freunde? Da ist ein Hunter! Rebecca? Bist du noch am Leben? Rebecca? Scheiße! Ach, wir sind so spät. No. Scheiße. Scheiße. Ja, Freunde. Ganz große Klasse. Ihr gebt uns aber auch keinen Hinweis, wo sie ist, ne? Ihnen fehlen die Worte. Ach, Scheiße, Freunde. Dieses blöde Hunter-Drecksgesicht hier, ey, echt. Ich könnte so. Mann. Sehr trauriger Moment am Anfang. Ja. Wir haben Rebecca verloren. Das würde ich am liebsten nochmal laden, irgendwie, aber. Wie denn? Wir haben ja keinen Speicherstand dafür. Toll. Toll. Ja. Super. Ihr gebt uns aber auch keinen Hinweis, wo wir hin müssen, ne? Also, ja. Sie hören das Geschrei oberhalb der Treppe. Ja, toll. Wie soll man denn drauf kommen, dass es hier ist? Also, da gebe ich jetzt auch so ein bisschen dem Spiel die Schuld. Also, ganz ehrlich, also wir haben wirklich. Ihr habt ja gesehen, ich habe alles abgesucht, aber keiner sagt uns, dass es da oben in der Bücherei ist. Es ist so zu kotzen teilweise, echt. Ah, es ist so dämlich von dem Spiel. Mann, das war jetzt echt dumm. Das haben wir Rebecca verloren wegen dem Mist. Ah, das piesackt mich jetzt gerade wirklich. Also ich kann ich es ist klar, dass es jetzt zu lange gedauert hat mit unserer Rettung, weil wir haben halt 2 Folgen gebraucht, um wie gesagt, ja, wir waren viel zu spät bei Rebecca. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass man da innerhalb von 5 Minuten da sein muss und sie retten muss, aber das ist so mies. Das ist so mies, dass einem dieses verkackte Spiel auch nicht sagt, wo man hin muss. Ja, hier sieht die Treppe hoch. Das heißt, sie hören im ersten Stock, hören sie Geschrei. Jetzt laufe ich auch noch falsch. Ja, toll. Dann such mal das ganze Herrenhaus ab, so ungefähr. Sowas regt mich einfach auf. Sorry, Freunde. Wenn ihr jetzt direkt hier am Anfang so eine miese Laune kriegt, aber deswegen haben wir unsere Rebecca verloren. Einfach nur, weil das Spiel keine klare Ansage gemacht hat. Mann. Das gibt es einfach nicht. Gut, Freunde. Es muss halt irgendwie weitergehen. Trotzdem, sowas ist wirklich, also. Keine Ahnung, was ihr euch bei diesem Hinweis gedacht habt, Entwickler, wirklich. Also, das ist. Ich komme da nicht drauf klar, echt. Also. Nein. So ein Hinweis. Im Obergeschoss hören sie Geschrei. Ja, toll. Das Obergeschoss war groß. Und woher soll man wissen, dass man da
reingehen muss, nochmal in den Raum, wo sonst nichts mehr war. Es wurde einem ja auch nicht auf der Karte angezeigt. Ja, Freunde, es muss halt... Ja, sorry, das nervt mich halt. Ne, weil ich habe ja mein Bestes getan, um sie zu retten. Und nur weil wir da keinen Hinweis gekriegt haben, ist sie jetzt gestorben. Das ist... Ich muss jetzt eigentlich nochmal kurz offline gehen und durchatmen, aber... Nee, kommt. Lasst uns den Bereich erstmal weiter erkunden hier. Ich habe auch nicht gespeichert zwischendurch, weil... Nee. Einfach nein. Ach du Scheiße, was ist denn hier jetzt los? Sollen wir nochmal speichern gehen? Ja. Eigentlich schon, aber... Wenn wir jetzt hier sterben... Ja, ich habe keine Heilung. Oh Gott. Okay, da geht's schon Richtung Labor, so wie sich das anhört. Ach du Scheiße. Okay. Na gut. Wir müssen aber zumindest nochmal zu unserer Kiste hier. Hallo? Bist du jetzt in der doofen Kiste? Ja, ich bin ein bisschen angefressen. Ich merke das schon wegen Rebecca. Ich bin richtig angefressen. Weil... Es ist nervig, es nervt. So, aber wie gesagt, wie ich eben schon sagte, es muss irgendwie weitergehen. Nehmt ihr bitte eine Vollheilung mit. Ich glaube, wir müssen nochmal nachladen. Ne? Ja. Nochmal nachladen. Die Munition nehmt ihr bitte mit. So, lad nach und pack den einen Schuss wieder da rein. Ich brauche ein paar Minuten, bis ich das verdaut habe, jetzt die Szene eben. Weil es ist ja vom Spiel so gewollt, dass wir Rebecca retten. Und in den neueren Resident Evil lebt Rebecca ja, deswegen. Und warum fahre ich jetzt mit dem Ding hoch? Ach Leute, ich bin so von der Rolle. Ich bin so von der Rolle, es tut mir leid. Ja, ist wie im richtigen Leben, ne? Man ist von der Rolle. Wenn man sowas... Ja. Wieso muss da auch ein Dreckshunter sein, wirklich? Nichtsdestotrotz, wir müssen weiter. Gucken wir uns den Bereich hier an. Ja. Alleine. Wir sind alleine. So, was ist das für ein ekelhafter... Was? Irgendwas kommt hier. Von wo? Ein Zombie auf jeden Fall. Da kommt was näher. Da kommt irgendwas ganz kräftig näher. Es ist nur ein Zombie. Was ist... Nee! Nee, das ist Lisa! Wie, das ist Lisa? Um Himmels Willen! Okay, oh nein! Ach Gott, die können wir doch jetzt überhaupt nicht gebrauchen hier. Was ist das hier? Da ist ein Schalter irgendwie. Hebel, ja, umlegen, komm! Ich habe keine... Was? Was ist das hier? Okay, das sind Kräuter auf jeden Fall. Die Frage ist, was müssen wir hier tun? Was müssen wir hier tun? Okay, wir haben Lisa wieder. Ja, das habt ihr ja schon gesagt, dass die eventuell wiederkommen könnte. Hinter mir. Da ist eine Tür hier irgendwo. Die Fenster sind voller Schießpulver. Aber hier ist es so feucht, dass es wohl kaum noch zu gebrauchen ist. Okay. Wir haben Lisa wieder hier rumlaufen. Um Himmels Willen. Jetzt kommt das auch noch, ey. Da müssen wir vielleicht irgendwas mit der Ölpresse machen. Also mit der Müllpresse. So, was ist
Okay. Wir können hier hoch. Ah, guck mal, da liegen drei Items. Sehr nett. Muss man sagen. Blendgranate, die frisst ja keinen Menüplatz. Die Munition frisst auch keinen Menüplatz, nur die frisst Menüplatz. Aber die Munition können wir mitnehmen, die stackt sich ja. Wartet mal. So, haben wir hier noch irgendwas? Leer. Okay, perfekt, wir haben alles. Gut, das ist so ein kleiner Lagerraum hier. Wie jetzt? Hä? Eine Kiste? Was ist das? Ein Gerät zum Transport von Materialien. Okay, aber ich kann mir schon denken, was wir da machen müssen. Schieb die Kiste bitte auf den Aufzug und starte das Ding. Nehme ich mal an. Also, dass wir mit dem Ding gemeinsam irgendwie hochfahren müssen oder so. Ah, und dann in die Müllpresse vielleicht. Das kann gut sein, ja. Okay. Transportiere es. So. Ja. Materialien starten. Jawohl. Ich weiß noch nicht, was wir hier machen. Aber. Pff, wir können uns nicht bewegen. Ich habe keine Ahnung wofür. Sie brauchen damit nicht mehr rumzuspielen. Ja, danke. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit Lisa da in dem Bereich? Ich wechsle mal zur Pistole. Weil wir sind itemtechnisch auch voll. Und ja, dann gucken wir uns nochmal hier um. Ich weiß halt nicht, ob wir Lisa mit der Pistole niederstrecken können. Und die Magnum-Munition möchte ich mir auch gerne noch aufsparen. So. Ja, die ist da auf der rechten Seite. Hier unten geht's aber noch weiter irgendwie. Genau, hier. Da ist sie doch! Hast du mich erschreckt? Du Biest! Boah! Ne, Pistole bringt gar nichts. Okay, Pistole bringt gar nichts. Ach, um Himmels Willen. So, was ist hier mit dem Schalter? Kann man hier nicht was machen? Nein, kann man nicht. Okay. Ich bin so nervös. Guckt euch das an. Wir sind auch. Ah, wir müssen ja auch wieder eine Heilung schlucken. Hier da vorne und dann nach rechts. Da ist auch noch ein Gang. Und da können wir die hier. Alter, wie schreist du denn hier rum? Mensch, Lisa. Okay, was ist hier? Okay, hier können wir irgendwas hinlegen. Eine Art mechanischer Haken. Der Haken hat sich im Loch verfangen. Hä? Hat sich im Loch verfangen. Mechanische Haken? Wir können hier nichts. Nee. Eine Art mechanischer Haken. Jetzt habe ich auch noch meine Uhr so erschreckt. Mein Gott. Was ist denn hier? Hier ist doch. Ah, vielleicht. Okay, wir müssen. Ah, da ist sie. Alter, geh bloß weg. Du bist doch widerlich. Echt. Okay, wir müssen hier einfach nur raus. Okay, Lisa rennt hier rum. Ekelhaftes Teil. So, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwas mit der Müllpresse machen müssen. Und dass wir dann da irgendein Item kriegen. Okay, Lisa ist. Was ist mit dem Aufzug? Das ist kaputt. Ja, danke! Toll! Der Aufzug ist hinüber. Okay, wir haben jetzt hier unten. Haben wir jetzt hier unten was zu tun? Ja, da ist die Kiste. Ich wusste es doch. Okay. Was können wir damit jetzt tun? Wir können die zerscheppern. Aber warum sollten wir das tun? Ich mache einfach mal. Keine Ahnung, Freunde. Aber, ja, wie gesagt, die Sache mit Rebecca ärgert mich immer noch. Aber es muss ja weitergehen, ne? Es ist halt ein Spiel. Da muss man halt die ein oder andere Szene. Okay. Und jetzt können wir das hier zerquetschen.
So. Okay. Was war in der Kiste drin? Ah, okay. Ein Flammenwerfer. Haben wir genug Platz? Ja, haben wir. Okay. Da liegt jetzt ein Flammenwerfer. Was soll Defekte, ah, defekter Flammen. Okay, ich weiß, was wir damit machen müssen. Wir müssen da einfach den Flammenwerfer dranhängen. Bei Lisa in der Nähe. Na gut, dann machen wir das halt. Ich würde aber gerne speichern, Leute. Wir sind schon wieder Viertelstunde unterwegs, ohne zu speichern. Aber hey. So, können wir die Munition ablegen. Und die Schuss nochmal nachladen. So. Ach Quatsch, das ist ja die Pistole. Das hier auch nochmal nachladen, bitte. Haben wir auch nicht mehr viel von. Ja, das ist ganz toll, ey. Ja, ich bin immer noch tief traurig, was das mit Rebecca angeht. Aber, ja. Keine Ahnung. Ich bin sprachlos. So, wo bist du, Lisa? Wo bist du? Sind wir hier richtig? Ja, wir sind hier richtig, aber sie erscheint nicht. Rechts oder links? Du bist links. Ich gehe mal nach links. Ja, da ist sie. Okay, weg. Geh bloß weg. Du ekelhaftes Teil. Geh bloß weg. Ich meine, wir können ja auch hier lang. Jetzt ist sie auf der Rechtsseite und wir müssen dahin. Oh, shit. Geh weg. Oh Gott, okay. Eine Art mechanischer Haken. Der Haken hat sich im Loch verfangen. Ja, aber du kannst auch das hier verwenden. Hä? Prüfen. Die Düse ist kaputt. Er kann nicht benutzt werden. Ja, danke. Was sollen wir jetzt hier machen? Hä? Wartet mal. Da ist noch was zu tun irgendwie, ne? Da vorne. Sonst ist hier nichts mehr. Wartet mal. Eine Art mechanischer Haken. Der Haken hat sich im Loch verfangen. Können wir da nicht irgendwie was. Ne, die Tür geht nicht auf, ne? Die wird nicht aufgehen, ne? Verschlossen. Was sollen wir mit dem kaputten Flammenwerfer jetzt? Hä? Alter, gibst du weg. Puh. Gibt's hier nicht noch irgendwas, was wir noch benutzen können? Ah, warte mal, hier vielleicht. Die Feste sind voller Schießpulver. Nee. Moment. Oh Gott, die ist ganz hier in der Nähe. Du bist so widerlich, Lisa. Du bist so widerlich. Boah. Was hat sie mit dem Haken auf sich? Hebel. Ah, müssen wir etwa schnell sein, oder was? Oder was ist hier los? Ja, okay. Ah, okay. Ich hab's selber geblickt. Ha, danke. Okay, Lisa, wir hauen ab hier. Du kannst hier ruhig vergammeln. Okay. Wo sind wir jetzt hier wieder? Was ist das? Ach du Kacke. Ach du Himmels Willen. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Was ist denn das hier? Das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand. Geht nicht. Was ist denn das jetzt hier für ein Raum? Das ist ja eklig. Eine riesige Sammlung aller Arten von Puppen. Sind alle verblasst und abgenutzt. Warum geht es nach oben?
Da sind Stühle. Jede Menge Stühle. Hier müssen wir irgendwas machen auf jeden Fall, oder? Kannst du da hoch? Der Schreibtisch, okay. Ach, die Kamera hier. Mensch, die Kamera. So, kann man hier irgendwas... Nee, kann man... voll die Suppe hier. Da liegt eine Waffe. Voll die... was ist das jetzt hier? Okay. Na, danke. Wir haben noch mehr hier. Okay, raus aus der Scheiße. Raus aus dem Mist. Kamera. Das lässt mich nicht im Stich. So. Boah, ist das eklig. Das sieht aus wie ein Familienfoto. Mutter und Tochter scheinen sich gut zu verstehen. Hat hier unten Lisa gewohnt oder was ist hier los? Dieses Bett ist noch warm. Noch warm. Und was haben wir hier wieder? Ein Schmuckkasten. Okay, sind wir jetzt hier in Lisas Bereich oder was ist hier los? Prüfen. Schmuckkasten. Ah, gucke mal an. Sie haben folgendes Steinring. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. 10. November 1967. Jessica. Typ. Virustyp A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfunktion negativ. Aktion eliminiert. Lisa. Virustyp B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfunktion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status. Schutzbeobachtung dauert an. George. Aktion terminiert. 30. November 1967. George Trevor. Ja. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Das ist richtig atmosphärisch gerade. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Was ist mit Lisa los? 17. November 1967 wahrscheinlich. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami im Kasten? Kast steinhart. Tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Vier Steine? Oh, Freunde. Ein Dolch. Immerhin das. Okay. Wow. Okay, das ist Lisas Zuhause gewesen. Um Himmels Willen. Also wirklich. Gehen wir erstmal hier unten hinten die Ecke. Kräuter. Ja, okay, Kräuter. Nehme ich gerne. Dann sind wir voll, ne? Okay, gibt's hier sonst noch was? Eine Reihe verwitterter alter Fässer, die anscheinend Wasser enthalten. Boah, was habt ihr hier gemacht, Umbrella? Es ist ja... mit Lisa. Das arme Mädchen. Also wirklich, so. Gehen wir hier hoch. Wo kommen wir raus?
Wo kommen wir raus? Aha. Okay, wir sind wieder beim Friedhof. Es ist tatsächlich Lisas Zuhause hier. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Da unten ist noch irgend... Ah ja, das ist okay. Okay, die Inventarbox ist nicht mehr. Ach, und wir sind jetzt... Okay. Ja, okay. Da ist die Kiste und wir können speichern. Das ist gut, Freunde. Ah, und wir können jetzt zurück ins Herrenhaus und endlich die Geschichte mit der Tür machen. Ja, okay, das wird spannend. Aber das ist jetzt ein blöder Abschnitt, ne? Okay, kombinieren. So, wir haben ein weiteres Stein- und Metallobjekt. Sollen wir noch zum Herrenhaus laufen und dann abspeichern? Ja, komm. Lisa ist da unten. Die kann gerne verrotten. Vor der kann man ja ziemlich leicht abhauen, zum Glück, ne? Aber das ist... Boah, ist das gruselig. Das ist ja richtig ekelhaft. Dann auch noch alles so verwinkelt hier. Ekelig, echt. So, okay. Okay. Geh bloß weg hier. Wieder in diesem Slenderman-Bereich hier. Ja, wie gesagt, Freunde, das mit Rebecca wurmt mich immer noch. Dass wir da auch keinen Hinweis gekriegt haben, ne? Ja, das ist scheiße gelaufen. Wir sind jetzt ganz auf uns alleine gestellt. Tatsächlich. Wir haben hier keinen Wesker, wir haben hier keinen Barry. Wir haben keine Jill. Ja. Das ist richtig scheiße gelaufen. Ja. Tut mir leid, Leute. Ach du Kacke. Ein Zombie. Ein ganz normaler Zombie. Okay. Ja, den kriegen wir ja kaputt. Ist ja kein Problem. Oder müssen wir überhaupt noch mal hin? Das ist ein normaler Zombie, ne? Oder ist das ein nackter? Oder ist das ein nackter Zombie? Müssen wir überhaupt noch mal hin? Naja, eigentlich nicht, ne? Wir können die eigentlich leben lassen. Sind das Nackte? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Lässt die jetzt kommen. Nackte Zombies? Nee, eigentlich nicht. Nee, nee. Kann eigentlich nicht sein. So, okay. Dann geh bitte ins Herrenhaus, Chris. Geh bitte so schnell wie möglich in dieses Herrenhaus zurück. Ich fühle mich da irgendwie sicherer. Ich weiß auch nicht. Auch wenn da überall Hand darum laufen, wahrscheinlich, aber ich fühle mich da sicherer als hier in diesem Wald. So, dann sind wir aber auch schon ganz in der Nähe von dem Speicherraum. Was für eine Psycho-Story mit Lisa. Also wirklich, ey. Was haben die mit der gemacht? Gut, wir wissen aber, dass wir genau dieses Item brauchen. Das passt genau in die Einrichtung. Und dann können wir beim nächsten Mal tatsächlich die Geschichte in der Haupthalle machen. Mit der neuen Tür. Ich bin gespannt. Und ja, das ist jetzt gut, dass wir das Folgeende erreicht haben, weil ich muss den ganzen Schock mit Rebecca erstmal verdauen. Ohne Witz. Okay, dann gehen wir speichern. Und dann hoffe ich mal, dass euch diese Folge gefallen hat. Trotzdem, auch trotzdem des Verlustes von Rebecca. Es wäre. Ja, es hätte verhindert werden können, sagen wir es so. Die haben uns halt keinen Hinweis gegeben. Die Schuld gebe ich hier zu 70% dem Spiel und zu 30% mir. Gut. Chris, lad bitte nach. So, gut, dann speichern wir noch kurz. Ich habe es lange genug durchgehalten, ohne zu speichern. Das habe ich mir sowas von verdient. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht mit der mysteriösen Tür in der Haupthalle, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja.
Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.